Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Recycling Center Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Meine Lieben, es geht langsam in die heiße Phase. Hier ist gar nicht drin. Da ist leer. So, wir wollen nämlich... Warte mal, können wir noch fahren? Oh, wir können noch fahren. Wir können noch Müll einsammeln. Das ist sehr gut. Es geht nämlich langsam in die heiße Phase. Und ich kann euch auch sagen, warum. Weil wir uns langsam dem Endgame hier nähern. Ich bin noch sehr zuversichtlich, dass der Entwickler uns vielleicht noch einen Update gönnt. Da hätte ich ja schon Bock drauf, weil angekündigt ist auf jeden Fall ein bisschen was. Es soll ein neuer LKW kommen, es sollen neue Orte hier zum Sammeln kommen und so weiter und so fort. Also da ist definitiv einiges in Gange und am Werken, aber was jetzt am Ende da alles kommen wird und wann vor allem, das ist natürlich immer wieder die große Preisfrage, ne? Weil irgendwie am 20. oder 25. Oktober kam hier die letzte... Ich glaube, am 20. Oktober kamen hier die letzten Infos zu dem Game. Gut, wir werden aber erstmal einsammeln. Dann werden wir unsere Produktion anschmeißen. Und wenn wir die Produktion angeschmissen haben, dann werden wir heute ein paar Aufträge machen. Denn ich will heute ein paar Level schießen mit euch zusammen und möchte ja unbedingt weiterkommen. Und definitiv, ja, neue Maschinen kaufen. Das wäre geil. Gut, deswegen würde ich mal sagen, hasseln wir mal richtig rein. Ach du heiliger Bimba, was ist denn hier los? Ey, ganz ehrlich, so viel Müll, aber auch immer hier drin. So, ja, deswegen hassle ich mal rein und klöppel mal hier die einzelnen Standorte durch. Genau. Wenn es was Interessantes gibt, wenn ich was Interessantes finde, Leute, dann zeige ich euch natürlich immer. Aber außer, dass wir hier ein paar Kassen öffnen können ab und zu. Und, boah, ist schon 17:46. Ich glaube, wir schaffen auch gar nicht mehr wie den einen hier. Und ab und zu mal eine Tür knacken, wo ein Goldband drin liegt. Mehr gibt es ja eigentlich auch gar nicht, ne? Na gut, okay. Haben wir eine Kasse hier? Die ist auch schon offen. Das kannst du alles vergessen. Alles schon geplündert. Die haben wir wieder einen Scheißspot uns rausgekauft hier. Guti, lasst gerne das Däumchen da. Schaut gerne auf meinem Kanal vorbei. Würde ich mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, starten wir hier mal richtig rein. So, Leute, jetzt wird es schon langsam dunkel. Ich bin schon bei der nächsten Tanke. Hier, jetzt guck mal. Oh, ich sehe gar nicht. Ah, jetzt. So, dass wir hier das... Oh, ja, die Kasse geknackt kriegen. Okay, was haben wir drin? Hier, den würde ich noch gerne nehmen. Hier, das kleine Päckchen. Oh, sehr gut. Das hat sich gelohnt auf jeden Fall. Ich glaube, das hat sich gelohnt. Das war gar nicht so schlecht. So, dann würde ich sagen, laden wir mal hier den ganzen Krempel noch ein, den wir uns hier draußen hingelegt haben. Und ich glaube tatsächlich noch einen Spot werden wir gerade schaffen. So, Mann, ich habe da total die Musik heute vergessen. Was ist denn da los? So, warte mal, hier das Paketchen noch rein und dann... Was? Was haben wir hier? Ach, guck mal, hier liegt ja noch Haufen zu... Alles erstmal hier liegen lassen. Ja, moin. So, das müsste aber jetzt der Holzabfall, das müsste reichen. Wie viel haben wir denn? 83%? 97%. Oh, guck mal. Oha, hier können wir doch eine Tür knacken, die habe ich gar nicht gesehen. Und einmal auf. Oh, da ist noch eine Kiste drin. Geil. So. Hier schön in die grünen Bereiche rein und dann ist sie einmal offen und dann gibt es nochmal 200 Cash in die Tash, Baby. Ja, ich weiß auch nicht, wo hier noch was war. Oh, guck mal da. Wegen diesem einen Teil jetzt hier noch, ehrlich. Oh Gott. So, es ist 20 Uhr, ich glaube. Wir können trotzdem noch zu den nächsten Aufträgen fahren. Das ist ja krass. Können wir die trotzdem noch alle durchhasseln hier? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, Nachmittag ist dann irgendwann... Na gut, wahrscheinlich, wenn man einmal unterwegs ist, ist man unterwegs, ne? Das kann natürlich auch sein. Ja, komm, dann machen wir heute mal hier ein bisschen Müll einsammeln. Warum nicht? So, das einmal hier rein, die gute Kommode. Oh, den Spot hier mag ich nicht so. Oder generell gibt es einige Spots, die ich nicht so mag, ey. Oh, das ist aber auch hier rum. Das ist wirklich das, was mir echt auf den Zeiger geht. Das gehört zwar zu dem Spiel, aber hier diesen Müll einsammeln, weiß ich nicht. Das ist immer das Gleiche. Da wären ein paar neue Spots wirklich mal cool gewesen. Ich meine, klar, die Spots an sich verändern sich, das muss man dazu sagen. Je nach Qualität werden die immer größer, aber teilweise auch. Also die Baustelle ist wirklich mitunter so ein ekelhafter Müllspot, der wirklich dann auch gar keinen Spaß mehr macht, weil du suchst dich dumm und dusselig dort, weil das so riesig ist und ja, das ist halt dann so das Ding. So, warte mal, das könnten wir auch noch einsammeln. Ich glaube, dann haben wir erstmal soweit alles, oder? Würde ich sagen, mal rein ins gute Auto hier. Gucken wir mal, ob wir alles gefunden haben. So. Die Vase noch rein. Guck hier, das erste ist schon voll. Bisschen Poppy. Bisschen Papier. So, und? Yes. Perfekto.
Gut, dann... Boah, 65, 69 Kilo. Das wird eine Hausnummer, Leute. Na gut, die mache ich noch schnell. So, Leute, ich habe hier ein kleines Problem. Der LKW ist voll, der Müll muss da rein. Ich glaube, wir müssen jetzt hier ein Rex 17B machen. Das nützt nichts. Wir müssen es jetzt durch die Tür schießen. Man kann das hier so ein bisschen durchbacken und dann funktioniert das tatsächlich ganz gut. So, ich weiß nicht, warum wir so eine tausenden Kartons hier haben, aber das ist eine absolute Katastrophe. So. Würde das jetzt gezählt alles? Ich glaube, das wurde gar nicht gezählt, oder? Hat der, oh, oh, nein. So. Okay. Ey, 98%, ganz ehrlich. Ich glaube, ach so, warte mal, ich habe ja noch, ich habe noch einen einstecken. So, jetzt haben wir es. Alles klar. Alle Spots sind einmal sauber. Och, da stand gerade die Kleine in der Tür hier. So, aber ich war kurz erschreckt, wenn die eine auf die Schulter tippt. So, guck mal, was ist denn hier? Hä? Sag mal, warum räumt ihr eure Sachen nicht weg? Sag mal, Leute, was ist denn mit euch los? Vier Müllsammler, da räumt ihr ihre Sachen hier nicht weg, oder was? So, pass mal auf. Wir machen jetzt Folgendes. Ihr seid alle leer, oder was? Habt ihr das ordentlich gemacht hier? Ja. Sehr gut. Okay, pass auf. Dann lassen wir die einmal sortieren. Ich guck mal, was wir hier so Schönes uns angesammelt haben. Guck mal hier, 32 Kilo. Das lohnt sich langsam auch mal auszulernen hier. 12 Kilo. Naja, ist nicht der Oberreißer. Hier ein bisschen Glas noch. So, von unseren Müllcontainern. Ein bisschen Metallschrott. Sehr gut. Wir haben ja insgesamt schon zwei Roboter hier. Finde ich auch ziemlich geil, wenn ich ehrlich bin. Und wir müssen unbedingt im Level steigen. Dass wir mehr so eine Müllsammler hier einstellen können. Weil die finde ich irgendwie, ja doch, das ist glaube ich schon eine sehr, sehr gute Sache. Gut. Dann das hier noch einmal. Und das hier einmal. Und dann müssen wir mal schauen. Wir müssen insgesamt auch noch Umschläge und Zeitungen einmal sozusagen produzieren. So, und jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen, was wir hier noch Schönes haben. Da haben wir nämlich auch noch Schrottaufträge. Was hat die noch? Hast du noch was für mich? Du hast auch noch einen? 80 Kilo, bist du nicht sauber? 80 Kilo? Glaspapier, oh, Papier braucht man, ne? Papier braucht man, nehmen wir mal an hier, komm. Ab geht's, 80 Kilo ist schon eine Hausnummer. So, jetzt gucken wir mal, was das Personal macht. Ob wir da noch einen Müllsammler, wir haben ja... Ach, die Müllsammler upgraden, das wäre schon eine geile Sache, sage ich euch. So, pass mal auf, die hier war ja schon, das passt auch alles mit denen hier. Genau, okay, wunderbar. So, Abfälle sind erstmal alle drin. Das heißt, wir können hier einmal locker flockig durchsortieren. Das kann der Kollege hier einmal machen. Der braucht nämlich auch nur 6 Sekunden. Rambazamba. Und dann gucken wir mal, was unsere Ausbeute von heute war. Und. 21 Glas nur. 21 Kilo Glas nur. Das ist ja 52 Kilo Metall. Oh, was war das? 60 Kilo Plastik. Puh. Dann haben wir hier 245 Kilo Dings. 113 Kilo. Okay, alles klar. Das ist natürlich wild. Also wir haben sehr, sehr viel Papier gemacht. Sehr, sehr viel Papier gemacht. So, okay, dann würde ich sagen, rassen wir die Sachen einmal durch. Hier müssten auch eigentlich noch unsere Sachen, hier unsere Umschläge und so weiter rausgekommen sein. Das müsste eigentlich noch fertig produziert sein. Warte mal, wir brauchen noch Umschläge. Das sind doch die zwei, die müssen ins Lager. Okay, und ihr hattet mir auch in die Kommentare geschrieben. Dafür auch immer mal vielen Dank für eure Kommentare. Weiß ich wirklich immer sehr zu schätzen. Dass man die Sachen einfach ins Lager schmeißen kann und am Ende des Tages wird sozusagen nur das runtergenommen von der Palette, was auch wirklich dann an den Kunde geht sozusagen. Genau. So. Okay, dann können wir das einmal, da haben wir die Umschläge nämlich fertig und dann brauchen wir nur noch die Zeitungen. So, aber die werden jetzt nach und nach hier erst rauskommen. Das wird noch ein Stückchen dauern. Wir brauchen insgesamt noch 17 Zeitungen. Was haben wir jetzt hier drauf? 6 Stück. So. Das dauert natürlich. Hier müssen die ganzen Papierrollen erst rein. Und dann kommt das hier raus. So, wie viel gehen hier drauf insgesamt? Habe ich es nicht gesehen. Ich weiß nicht. Irgendwie wird es mir nicht angezeigt. 10 gehen hier drauf. 10. Na gut, komm, dann gehen wir mal pennen. Und schauen uns... Boah, das ist aber auch hier von den Maschinen her. Und schauen uns mal die Tagesbilanz an. Mal gucken, wie unser Schnitt war heute. Wir haben 13.000 eingenommen. 7.800 plus gemacht. Sehr, sehr guter Tag gewesen. So, und jetzt hat es schon gemacht. Jetzt sollte eigentlich alles fertig produziert sein. Dann haben wir einen geilen Auftrag abgeschlossen und können uns definitiv eine neue Maschine kaufen. So, 10. Können wir das einmal hier abtransportieren lassen? Oh, geht da mal weg jetzt. So, warum produziert denn der immer noch? Haben wir. Eigentlich brauchen wir. Naja, 7 Stück brauchen wir nochmal, ne? So, jetzt mit der Palette los hier. So, 4, 5, 6, 7. Okay, perfekt. Dann kann das auch einmal wegtransportiert werden. Super!
Wunderbärchen. So, dann haben wir eigentlich alles zusammen für unseren Auftrag. Ich würde sagen, wir holen uns mal schnell hier unsere Angebote. 60 Kilo, 53 Kilo, super, das ist super. 44, super, super. So, und dann gucken wir mal ganz kurz, was wir, oder beziehungsweise wie wir unser Müllsammler... Ab Level 15 geht es hier erst weiter. Oha, das ist aber auch wild. Ab Level 15 erst, ist das bitter. Oh, guck mal, der braucht nur 3 Sekunden, um zu sortieren. Das ist ja hardcore. 6 Sekunden, 6 Sekunden. Dann tun wir den feuern. Und der ist sogar billiger. Nee, Tageslohn 34, 28, 31. Oh, da habe ich trotzdem Bock drauf. Feuern, ja. Und stellen den ein. Oh, geil. So, Müllsammler. Können wir leider keinen einstellen. Aber wir können erstmal unsere Aufträge vergeben. Beziehungsweise können wir auch hier mal ganz kurz in der Schrotthandlung schauen. Was haben wir denn hier? 58 Kilo. Das ist auch ein gutes Schnäppchen. So, würde ich hier für einen 100er abholen. Was hältst du davon? Überzeugt. Super. Perfekt. So, dann nehmen wir das noch an. Was haben wir hier? 56 Kilo Schnäppchen. Warum kann ich das annehmen? Das ist neu. 82 Kilo. Das ist aber auch geisteskrank. Für 204. 140? 140 ist gut, oder? Komm schon. Ja, siehst du, können wir machen. So. Oh, nee. Nee. Baustelle auf gar keinen Fall. Oh, nee, ey. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich will nicht in die Baustelle. Ich will nicht in die Baustelle. Die Baustelle ist so groß. Aber über 80 Kilo Schrott ist natürlich auch eine Hausnummer. Einverstanden. Gut. Perfekt. Komm, dann schicken wir da erstmal hier die Kollegen los, dass die zumindest schon mal unterwegs sind. Und wie viel kann der? Kapazität 43. Oh, hier haben wir 44. Perfekt. Kapazität 60. Dann geht er auch direkt zum 60er hier. Kapazität 58. Hm. Oh, witzig. Haben wir. Kapazität 60. 62 ist, glaube ich, ganz okay. Das passt. Super, Leute, wir brauchen noch 2 Level, bis wir neue Sammler einstellen können. Das ist echt mies. So, aber jetzt gucken wir erstmal. Jetzt können wir erstmal hier einen Vertrag abschließen. Und zwar hatten wir hier irgendwo, hatten wir einen Vertrag angenommen. Hier war es. Oh, schmeckt das. 7500, Leute. Da geht es aber jetzt direkt mal rein. Warte mal in den Laden. Und dann kaufen wir uns direkt ein neues Maschinchen. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, was haben wir denn schon? Für Plastik könnten wir uns noch... Ne, Metall. Ich nehme Metall. Ich habe Bock auf Metall. So. Okay. Direkt wieder 10.000 ausgegeben. So läuft's im Business. Und dann müssen wir uns auch schon wieder auf den Weg machen zum Schrott einsammeln. Okay. Einmal aufbauen. Das gute Stückchen hier. Zack. So, was können wir jetzt hier herstellen? Oh, super. Wirklich super. So, Metallbahn. Mir hat jemand gesagt, ich brauche einfach nur den Startknopf drücken und dann geht's los. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Das funktioniert ja gar nicht. Nee, man muss das schon einstellen hier. So, okay, perfekt. So, dann lassen wir den auch erstmal durchproduzieren. Und wir gehen erstmal Schrott sammeln. 80 Kilo, wisst ihr, wie viel das ist? Lass mal, ich fange erstmal klein an. Gott, es ist schon wieder 20 Uhr, Leute. Und guckt euch bitte an, was hier passiert ist. Alter Verwalter. Ich habe jetzt alle Spots, also wirklich alle Spots abgefahren, die wir jetzt auf der Agenda hatten. Aber das ist geisteskrank. Das ist wirklich, wirklich, wirklich geisteskrank. Ich lasse die Jungs jetzt hier einmal ausleeren, aber guck mal, alleine dieser eine Spot, wo es so viel Glas gab, wie viele Vasen da rumstanden und was weiß ich nicht alles noch für ein Grimmskrams. Also das ist wirklich, also das war jetzt schon krass. Also das war jetzt schon wirklich krass. Joa, nee, ey. So, na gut, komm, dann schauen wir doch mal, was wir für schöne Aufträge hier haben, beziehungsweise für schöne Verträge. Und gucken doch mal, was wir da produzieren können. Fakt ist eins. Wir wollen auf jeden Fall, wenn dann Sachen direkt zur Weiterverarbeitung, wie zum Beispiel, also direkt dieses Endprodukt, ne? Was wir jetzt auch zum Beispiel machen könnten, wäre Metall. Da haben wir aber noch keine neuen Aufträge. Glas haben wir jetzt auch noch nicht. Da müssen, oh, das wird jetzt, warte mal, Zeitungen. Zeitungen könnten wir uns hier eigentlich einen geilen Auftrag holen. 30 Stück für 3, 4. Und was bietet der uns hier eigentlich an? Metallrolle.
Wäre spannend, aber da haben wir wieder Metallbahnen dabei, die will ich eigentlich nicht mehr verkaufen. Ich will eigentlich nur noch das Endprodukt loswerden. Dann würde ich sagen, nehmen wir einmal hier diese Zeitungssachen und knallen dem mal eine 4500 an den Kopf. 2610 ist das Ganze offiziell auf dem Markt wert. Diese 30 Zeitungen. Und der hat direkt für 4,5 das angenommen. Okay, das ist crazy. Das ist crazy. Was hat der? Papierrollen? Papierrollen verkaufen wir nicht mehr. Da sind wir raus aus dem Business. So, warte mal, was haben wir hier? Ach, das sind halt immer mit Barren. Ich will die Barren nicht mehr verkaufen. Glasblöcke, geschmolzes Glas, Glasblöcke. Das können wir alles noch nicht herstellen. Was haben wir hier? Holzbriketts. Holzbriketts können wir machen. 30 Stück, das wäre kein Problem. 3000, machen wir 4250. Ich glaube, das ist zu hoch, oder? Oha, hat er angenommen. Plastik können wir auch noch nicht bis zum Ende verarbeiten. Aber hier zum Beispiel Papier. Hier haben wir auch noch mal was Gutes. Ich glaube, so viel Papier haben wir nicht. Deswegen werden wir hier noch einmal Umschläge. Für 3000. Dann machen wir auch mal 4500. Mal gucken, mal ein bisschen höher gehen. Ach nee, 4,5 haben wir vorhin schon gemacht, ne? 3200. 4400. Vielleicht wird das was. Komm schon. Nee. 4200. Oh, oh. 4200. Sieht nicht gut aus, aber da machen wir es nicht. Dann machen wir den Auftrag nicht. Ja, okay, alles klar. So, okay, da haben wir erstmal wenigstens ein paar Sachen drin. So, dann können wir hier erstmal Papier. Wir brauchen Umschläge 30. Wir brauchen Zeitungen auch 30. So, und dann können wir das schon mal starten. Das wird ein Stückchen dauern. Und dann brauchen wir hier Holzbriketts. Und zwar auch 30. Von allen 30. Das ist ja super. So, passt. Können wir die auch schon mal produzieren. So, die laden noch aus. Dann werden wir das Ganze gleich mal sortieren lassen hier. Boah, das ist aber auch ein Haufen Zeug hier, ey. Komm, Jungs, ich helfe euch noch. Den letzten Sack, den nehme ich raus. Ups. Und schmeiße ihn natürlich daneben. So. Okay, warte mal noch, bis das... Och, Männchenskinners. Komm hoch jetzt hier. Warte mal noch, bis das oben drin ist. So. Und der, nee, den will ich nicht. Ich will den hier. Der kann nämlich in 3 Sekunden sortieren. Absolut geisteskranker Sortierer. Oh, guckt euch das an, Leute. Jetzt geht er hier hoch und jetzt geht das richtig Rambazamba hier. Zack, und dann ist das fertig. Geil. Metall, 54 Kilo. Das war auf jeden Fall nicht so gut. Aber dafür eine Menge Glas. Das werde ich auch als nächstes kaufen. Was haben wir an Plastik? 93 Kilo Plastik. Und jetzt kommt das Entscheidende. Oh, 237 Kilo, sehr gut. Das ist auf jeden Fall perfekt. Und Holz auch nochmal 61 Kilo. Ist nicht ganz so viel, aber reicht uns auf jeden Fall erstmal. Um wahrscheinlich unseren Auftrag auszuführen. So, das alles noch hier rein. Und dann können wir uns erstmal pennen legen. Guti, rein da in die Falle. Wir haben heute... Oh, immerhin 9300 plus. Ja, wieso? Wo haben wir 9300 plus gemacht? Aber 11400 ausgegeben. Okay, das ist crazy. Ich glaube, die haben jetzt richtig heftig produziert hier unten. Oh ja. Oh ja, Baby. So. Dann wollen wir doch mal hier das ganze Zeug ins Lager transportieren lassen. Zap, 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 zap. Dann gucken wir nämlich jetzt gleich mal nach 9 Aufträgen. Und werden vielleicht hoffentlich für Metall ein bisschen was Gutes finden. So, dann hier das gute Zeug auch mal drauf. 30 Umschläge. Haben wir die schon fertig? Der ist auf jeden Fall... Ja, 30 Umschläge sind fertig. Sehr gut. Der ist auch schon voll. Machen wir noch einmal das Ganze. So, dann machen wir aber hier erstmal die Zeitungen. 10 Stück. Aber insgesamt, wie viele Paletten brauchen wir denn da insgesamt? Wieso habe ich Zeitungen produziert? Oh, der Zeitungsauftrag ist einfach weg. Der Zeitungsauftrag ist weg. Das ist ja crazy. Wo ist der denn hin? Wieso ist denn unser Zeitungsauftrag weg? Das ist ja richtig wild. Wieso produziert er keine Zeitung? Wir haben kein Papier mehr? WTF, will der mich verarschen? Wir haben wirklich kein Papier mehr? Das wäre ja geisteskrank, Leute. Okay, das ist wirklich krass. Fahren wir das auch mal ins Lager. Oha! Ich weiß nicht warum, aber war der vielleicht nur noch einen Tag restet, der Auftrag? Das kann natürlich sein. Angenommen.
Das haben wir angenommen. Das läuft gerade ins Lager. Das können wir schon mal wegtun. Aber wir hatten doch von hier noch einen Auftrag jetzt angenommen. Der ist wahrscheinlich verfallen. So, was ist mit den zwei Umschlägen? Unser Wally ist noch unterwegs. Wartend. Wieso kann ich die nicht liefern? Hä? Ich habe 30 Umschläge im Lager und kann die nicht liefern. Warum jetzt? Okay, super. Wir können sie wieder eine neue Maschine kaufen. Guck mal. Und wir haben Zeitung. Wir haben 13 im Speicher. Dann lasst uns doch direkt hier diesen Auftrag nochmal annehmen. Dann machen wir hier direkt nochmal einen neuen. Achso, und wir müssen erstmal unsere Müllsammler wieder losschicken. Das ist auch noch wichtig. 4000, 3800. 3,8 ist ein guter Preis, mein Freund. 3600 ist ein guter Preis, mein Freund. Give me. Och Mann. 3,5, aber mehr ist jetzt nicht. Nein. 3,4? Warum ist er denn so stur? 3,3? Komm schon, jetzt nimm an. Jetzt sei nicht so. Okay, alles klar. Annehmen. So, dann können wir hier nochmal schauen. Da gucken wir gleich nochmal drauf. Gucken wir gleich nochmal durch. Metal Mines, da müssen wir erstmal schauen. Metallrolle mit Dings. Oha, das ist ein geisteskranker Auftrag. Sehr, sehr gut. Der ist neu. Schnäppchen. Ich würde sagen, den hauen wir einfach mal eine 10 an den Kopf. Okay, ist schon mal auf 8,3 hoch. Dann machen wir 9. Ja, komm, ich gehe direkt mal ein bisschen weiter runter. 9,6. Ja, sag ich doch. 9,6 ist zufriedenstellend. Perfekt. Rein da ins Angebot. Okay, dann kaufen wir noch eine neue Maschine fix. Moment. Laden. Oh, wir leveln zurzeit extrem langsam, Leute. Wir leveln extrem langsam. Und zwar würde ich ganz gerne jetzt die Glasmaschine kaufen. Yes. So, und dann haben wir nämlich schon fast alle. Achso, warte. Aufträge brauchen wir noch, dass wir unsere Müllsammler losschicken können. So, Baby. Angebote. Was haben wir denn hier? 63 Kilo ist gut. 58 ist gut. 20, ja, die sind alle gut, ne? So. Okay, danke. Danke, danke. So, Fahrmaß. Achso, hier haben wir ja auch noch ein bisschen was, ne? An Dings in unseren Containern. 43 Kilo. Naja, komm, dann nimmst du den kleinsten Auftrag, ne? 43 Kilo ist echt nicht viel. Der kann 60. So. Der kann 58. Und der kann... Hat er mich jetzt versucht zu überfahren? 63. Okay, super. Guti. Dann unser neues Maschinchen gleich noch aufbauen. Einmal Glas. Boah, geil. Zack. Perfekto. Perfekto. So, Metall. 30 Rollen, 30 Kabel. Wie viel haben wir insgesamt? 147 Kilo nur. Das wird sich nicht ausgehen. 30. Und Rollen 30. Rein da. Wie viel brauchen wir insgesamt für die Produktion? 145, 140 haben wir. Das ist gut. Dann brauchen wir noch Zeitungen. 17. Wir brauchen Papier. Wir brauchen Papier. Oh, ich will aber auch nicht selber mehr sammeln gehen. Ich habe keinen Bock mehr selber zu sammeln, Leute. Was haben wir denn hier? 10 Kilo, das ist da lächerlich. Was brauchen wir noch? Metall. Auch 12 Kilo. Na komm, das reicht wenigstens für den einen Auftrag hier. Das reicht wenigstens für den einen Auftrag. Ich habe so das Gefühl, dass man vom Ruf her eigentlich mit den niedrigen Aufträgen viel, viel besser steigt. Wir haben nämlich Plastik haben wir noch nicht. Zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach Pellets hier machen. Einfach nur sinnlos Plastikpellets durchschruppen würden. Ich glaube, da würden wir mit unserem Dings viel, viel besser steigen. Wir haben nämlich 341 Kilo hier am Schlüssel. Ich weiß auch nicht so richtig, was da los ist. Aber wir müssen irgendwie, wir leveln. Wir leveln zu langsam. Warum? So, ich habe jetzt zwei Aufträge nebenbei noch mitgemacht. Unsere Müllsammler sind noch unterwegs. Die sind noch gar nicht wieder da. Das ist ja krass. Ich habe gedacht, die sind 14, 15 Uhr. So sind die wieder zurück. Ja, aber gut. Dann müssen wir noch ganz kurz warten. Dann müssen wir definitiv noch kurz warten. Ich habe zwei Aufträge gemacht. Ungefähr so 140, 150 Kilo Müll da noch rausgeholt insgesamt. Aus zwei Sachen. Oh, ich sage euch ehrlich, es ist auf mehr. Hatte ich jetzt auch gar keinen Bock, ne? So, und jetzt wollte ich eigentlich mal ganz kurz schauen, dass wir... Vielleicht, dass wir vielleicht hier schon die ersten Sachen fertig haben. Gott, ey, ich hoffe, mir hat es die Rollen nicht sonst wohin gesprengt. So, 18 Rollen gehen da insgesamt drauf. Dann haben wir hier schon mal die erste. Oh. Hier,
Die da drauf. Oh Gott. So. Okay. Eieieiei. Wo hat es die denn überall hin verteilt jetzt hier, Mensch, Kinders? So. Da noch eine. Ich glaube, hier hinten ist auch noch eine. Ist auch noch eine gerollt. Sehr gut. Okay. Warte mal. Dann kann der auch abgeholt werden. Jetzt hör doch mal auf hier, Mensch. So. Dann hier die ganzen Kabels. Bin mir gar nicht sicher. Haben wir die Kabel jetzt alle fertig produziert? Kabel und Rollen. 29 und 30. Es fehlt eine Rolle. Ich wusste es. Wo ist sie? Wo ist sie, die Rolle? Oder ist sie noch nicht fertig? Nee, der hat 30 Rollen produziert und eine ist abgehauen. Wo ist die denn? Verdammt nochmal. Und wo ist hier unsere Zeitung? Warum kommt hier nichts? Hier haben wir 30 Stück drauf. Das passt. Eine Rolle ist weg. Och Mann, muss ich jetzt echt noch... Mund. Da ist sie! Da ist sie, Leute! Ich hab sie! Ja! Geil! Sehr gut. Okay. Können wir den nächsten Auftrag erstmal abschließen. Oh, hier kommen sie reingebrettert, die Jungs. Geile Nummer. Hier kommen sie reingebrettert. Ja, dann bringt mal euer Müll ja her hier. Dann können wir das, einmal sortieren und in die Maschine wieder stopfen. So, dann schließen wir aber erstmal unseren Auftrag wieder ab. Und zwar bei Metal Mines. Guck mal, wie wenig. 30 Rufpunkte. Jetzt muss ich mal eine Sache gucken. Und zwar Plastic Solution. Mache ich jetzt einfach mal hier 30. Einfach mal 30 Plastic Pellets. So, und zwar für 1100. Ich denke, den kriegt man gleich. Müssen wir nicht erst groß rumverhandeln. Och, ernsthaft? 1050. Jetzt mach nicht diesen. Komm. Ja, geht doch. So, 30 Plastic Pellets. Die werde ich jetzt einmal produzieren. Und jetzt schauen wir mal, wie viele Punkte wir dafür bekommen. 30 Plastic Pellets, fertig. Ey, wenn wir dafür auch 30 XP bekommen, das wäre ja richtig eine miese Nummer. Das wäre ja richtig eine miese Nummer. So, die Jungs laden aus hier einmal. Kann ich euch noch helfen irgendwie? So, pass auf. Oh, haben wir hier 5,6 Kilo haben wir hier drin. 20,2. Oh, hier. Könnt ihr eure Klappen wieder zumachen? Achso, hier die Säcke, wenn ich die euch schon hinschmeiße, die nehmt ihr dann wohl nicht, oder was? Das ist ja auch eine witzige Nummer hier. So, hier ist auf jeden Fall... ruhig bleiben. Hier ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen was drin. Machen nochmal 5 Kilo. So. Dann alles rein damit. Und dann kann der Kollege hier einmal sortieren. Zap, zap. Und zap, zap. Und einmal sortieren. Oh, jetzt haben wir den anderen wieder genommen. Naja, ist nicht schlimm. So, einmal 30 Pellets vorbereiten für den Verkauf. Und dass wir vielleicht noch die Zeitungen fertig kriegen. Das wäre echt eine coole Sache. Oh, guck mal, wie schnell das auch geht mit den Pellets hier. Zack, zack, zack. Und dann sind die 30 auch schon fertig. Das geht halt 10-mal schneller wie diese großen Produkte. Klar, die großen Produkte bringen uns halt echt viel Kohle. Aber 100 Kilo Zeitung kriegt man 100 Kilo Papier kriegt man eigentlich 25 Zeitungen raus. Theoretisch. Immer durch. Warte mal. 5 aus 100 Kilo Dings kriegt man 50 Rollen. Genau, 50 Rollen. Erstmal 100 gepresstes Papier, dann 50 Rollen. Und wir brauchen. Wie viel brauchen wir dafür noch? Ich weiß gar nicht. 46? Echt? 67,5. 82 aus 30. Oh Gott, das ist sogar mehr. Das ist sogar mehr wie 1. Oha, das finde ich aber krass. Gut, dass wir hier 311 Kilo drin haben und es hier nicht weitergeht, weil wir nicht... Okay, jetzt weiß ich auch, warum es nicht weitergeht, Freunde. Das ist ja ein bisschen peinlich gerade. Das ist natürlich ein bisschen peinlich gerade. So, jetzt schließen wir aber erstmal unseren geisteskranken Auftrag ab. Und zwar die Plastic Pellets. So, und pass mal auf. 40 Punkte! Wir haben einfach mehr Punkte dafür bekommen. Das kann doch nicht sein. Wir haben einfach mehr Punkte dafür bekommen. Ach komm, ehrlich? Das geht ja nicht.
Ich mache mal den Papierauftrag noch schnell fertig hier. Aber dann sage ich euch ganz ehrlich, dann ist ja zum Leveln es 10-mal besser, wenn ihr diese Level 3, diese Tier 3 Maschinen hinten gar nicht benutzt, sondern einfach Tier 1 oder Tier 2 Produkte herstellen und diese erstmal verkaufen, dass man hier Level und XP-Punkte kloppt. Weil sonst kommst du ja hier gar nicht auf Level 14, 15 und so weiter. Das muss man einfach mal so sagen. Das ist ja krass. Also um schnell zu leveln, Tier 2 Produkte. Definitiv Tier 2 Produkte. Na gut, ich würde aber sagen, meine Lieben, wir machen hier erstmal Feierabend. Was haben wir jetzt hier drauf? 6 Stück insgesamt. Guti, wir machen erstmal Feierabend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und dann bis dahin, wieder schauen und reingehauen.